Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der BinkelmobileP. Wir spielen wieder Apex Legends, und zwar zum zweiten Mal die Woche. Wieder mit Horizon, mit dem System-Hack-Skin und ja, schauen wir einfach mal, wie die Olympus-Maps sie so spielt. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespielt, aber noch nicht früh. Ich habe erst vielleicht 4-5 Kills mit der Horizon, also es waren nur wenige Rounds und die haben nicht wirklich gut gelaufen. Ich komme mit der Map noch nicht ganz klar, aber ihr werdet es ja dann sowieso jetzt dann gleich sehen. Wir spielen auf jeden Fall jetzt normale Trios-Runden mit Horizon auf Olympus und dann, jo, sehen wir uns gleich. Okay, wir landen schon direkt. Das wird natürlich ein schwieriger Spawn oder schwierige Landung, weil hier direkt wahrscheinlich mehrere Squads hier gingen, weil das direkt hier unten ist. Wir sind in dieser komischen Bubble drin. Und ja, ich glaube in der Mitte ist ein schwarzes Loch, da können wir dann in so einen Tunnel rein. Das habe ich ja bei dem Map-Verstellungsvideo schon mal gezeigt. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Ich habe gerade vorher übrigens noch für den Triple Take so einen Tarnskin-Modus, so einen Tarnskin-Zung. Das finde ich ziemlich nice. Das war echt lucky. Die sind schon die ganze Zeit am Fighten und die haben dann eine richtige Waffe. Ich brauche eine zweite Waffe. Das ist ein Trident. Sie hat immer einen Squad, das ist nice. Hoffentlich habe ich also gute Mates. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das war, dass sie den Squad rasiert haben oder aus wie viel Leid der Squad bestanden ist. Bestanden hat, was immer. Aber schon mal ein Anfang. Den immer, wenn ihr schwere Waffe hätte. Okay, nice, meine Devotion. Und der konnte jetzt nicht so gut umgehen. Ja, er 301, das ist der, so sie gut. Die zirkeln derzeit übel gut, zeige aus die Apex Packs. Die zirkeln genau das, was ich mag. Hier für die Prowler einen goldenen Skin gezogen und genau den goldenen Skin, den ich will. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber der schaut übel sick aus. Für die Triple Take finde ich, das ist sowieso der niceste Skin. Mit dem Tarndings hier habe ich den System-Hack-Skin gezogen, den letzten Tag. Also es läuft mit den Apex-Packs momentan extrem gut bei mir. So, warte mal, wo ist die Seilbahn da? Da glaube ich, bin ich vorher sogar gelandet, oder? Okay, da unten ist ein Gegner. So, Caustic, ne? Mit da drüber schießen? Ja. What? Die ist in mir drin. Nice, er ist Heizung, man. Haben wir den? Ja, ich glaube, der ist genockt, ne? Da könnte nur einer. So, jetzt habe ich endlich ein fettes Magazin. Schauen wir mal, ob wir den hochschmeißen können. Na, funktioniert nicht so einfach. Wir sind im Schädelasche. What? Was habe ich gemacht? Ich bin aus Versehen ins Portal gegangen. What? Was ist jetzt schon wieder passiert? Man wird da übel eingezogen. What? Ich komme mir gerade nicht wirklich darauf klar, was hier abgeht. Ich hätte bloß die ganze Zeit schießen, aber ich sehe die Gegner nicht wirklich. Aber jetzt habe ich einen gesehen. Oh, da darf ich nicht, glaube ich, hin. Kann ich da durchschießen? Ich glaube nicht, dass ich da durchschießen kann. Lol. Damit habe ich nicht gerechnet.
Okay, jetzt habe ich eigentlich ganz nice Ausrüstung. Besseres Evo haben die anderen leider nicht gehabt. Aber naja. Okay, er ist wieder mit der Drohne unterwegs. Ich habe keine Ahnung, ob ich da rundum komme. Doch, ich glaube schon. Das wäre der Bot sein. Ja, wird doch nicht. Die healen wir mal kurz. So, pushen wir darauf auf den Gegner. Vielleicht können die den jetzt oder irgendwie spotten, wenn die. Da hochflug. Aber ich glaube, da ist tatsächlich abgehauen. Oder? Hier ist das? Nice, der Mate, okay. Nice, nice. Bis jetzt noch keine Soundbox, was die Schüsse angeht. Weil das haben sie ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen verkackt. Boah, ich habe aber so viel Heal. Das ist cranky, aber schon so viel weglegt. Aber es wird nicht weniger. Nice, den haben wir. Hab zwar ziemlich veraimt, aber es hat gelangt. Nice, ein weites Magazin. Wie übrigens schon mitgekriegt hat, ich habe ja schon verzeiht beim letzten Video, beim Update-Video, dass die Schadenswerte verändert worden sind vor die Evo-Schilder. Und ja, ihr seht es, ich brauche nur 540 Schaden auf die nächste Evo-Stufe. Die haben nämlich verändert, dass man das rote Evo wesentlich schwieriger jetzt kriegt. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich schon verteilt habe, aber ich brauche immer noch einiges, wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall recht interessante Änderung. Vermutlich ist es dazu da, dass das goldene Schild öfter gespielt wird. Weil das wurde ja nicht so oft gespielt, weil die meisten. So wie die G7 immer, ich weiß nicht. Die bleiben mal bei der Triple Tick, die ist bis ausgerüstet. Ich muss außen rum. Ja, ich lauf mal. Mist. Ich lauf doch darum. Also das wurde wahrscheinlich deswegen geändert, damit die meisten Leute lieber dann doch mittlerweile zum goldenen Schild greifen, anstatt beim lilanen zu bleiben. Um es aufs rote zu machen. Naja, keine Ahnung, wieso ich denn jetzt da rüberkomme? Gibt es irgendwie eine Unterführung oder so? Die Zone kommt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu meinen Mates komme. Okay, da geht's lang. Ansonsten übrigens habe ich nur im Update-Video ein bisschen ein paar Sachen vergessen zum Verzeihen. Nämlich gibt es nur ein paar Buffs, zum Beispiel die Loba. Den Buff finde ich sogar ziemlich OP, die können jetzt einfach unendlich Munition. Oh, den nehme ich. Ach, schade. Genau, also die Loba, die können jetzt unendlich Munition aus dem Schwarzmarkt nehmen, ohne dass es einen der beiden Slots von dem Schwarzmarkt verbraucht. Bei ihr, das ist ziemlich krank. Vor allem, weil die haben wir letzte Season schon verändert, dass, glaube ich, die Ulti beim Landen schon direkt irgendwie 30% oder so aufgeladen ist. Und außerdem Lotte insgesamt auch noch kürzer. Das heißt, die können ziemlich schnell ihren Schwarzmarkt platzieren und dann einfach die Muni aus dem ganzen Ort klauen. Ja, und das ist dann ziemlich ekelhaft für alle anderen Gegner, die in der Nähe sind, könnte ich mir vorstellen. Ich finde, die hätten eher sowas verändern sollen, wie dass der Ring irgendwie schneller fliegt oder dass sie den dann auch schneller wegsteckt oder sowas. Anstatt sowas, weil das stellen wir tatsächlich, wie gesagt, sehr ekelhaft vor. Oha, da ist eine Sniper-Optik drin. Genau, ansonsten, genau, Octane hat auch noch einen Buff gekriegt. Octane hielt sie jetzt nämlich passiv doppelt so schnell. Das Evo-Schild nehmen wir. So, schauen wir mal, ob wir auf irgendeiner Position nice hochkommen mit der Horizon, vielleicht da hoch. Oh, ich glaube, hier war ich schon mal in meinem Update-Vorstellungsvideo. Ich glaube, da bin ich hochgekommen, ne? Nein, okay, da können wir niemals hoch. Da ist ein Gegner. Aber leider ist diese Pflanze ein bisschen im Weg. Oh no! Das ist jetzt gar nicht gut. Wo ist die Wand da? Ich geh wieder rüber. No, das ist nicht gut. Uff, uff. Jetzt habe ich ziemlich offensichtlich auf den Gegner gesniped. Oh nein! Mein Mate ist ja gestorben. Hä, warte, was? Wie ist denn der jetzt gestorben? Ich habe keinen einzigen Schuss gehört. Muss durch irgendeinen Bug gestorben sein.
Ah, gut, wo ist der Krypto? Ach, der Krypto ist hier auch irgendwo in der Nähe. Okay, das ist irgendwie vom Gegner. Schilde werden aufgeladen. Aber gut, der Mate ist wieder da, sehr nice, der hat ihn direkt wiederbelebt. Und er ist hier gar nicht mehr so weit weg, das ist auch sehr nice. Hier, guck mal, die bin jetzt irgendwo mitten in die Gegner reingeköpft. Die Frage ist, wo die Gegner sind. Ah, durch die Zipline ist wahrscheinlich so schnell gekommen. Ah, WTF, wie ist denn der Mate jetzt gerade gestorben? Und woher schießen wir die ganze Zeit? Naja, auf jeden Fall hat man gesehen, das mit dem Boost am Ende konnte ziemlich nervig sein vor der Horizon. Aber ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwie flüchten mag oder sowas. Oh no. Aha, jetzt müssen wir auch wieder sagen. Mist. Ihr macht, wenn ich darüber gehe, dann trifft mich der nicht. Und ich mache gerade eigentlich was ziemlich Dummes, weil ich meine Schildzellen verschwende. Die Squads landen nur 3, okay. LOL, der ist gestorben. Ich hab den mit einer Granate killt. Ja, jetzt hab ich ihn gesehen. Jetzt hat er schon wieder sein EMP ready. Oh, da kann ich vielleicht eine Ulti reinschmeißen. No! No, ihr habt mich selber drauf. Wo ist die Drohne da oben? Ich muss die Drohne irgendwie zerstören. Ach, das kann doch nicht sein. Wir sind hier mies zwischen den zwei Squads. Jetzt kommt drüben der Bloodhound. Boah, ich hätte gedacht, zwei Gegner. Uff. Hammer. Was sein Plan war, habe ich nicht ganz verstanden. Ah, wo sind die Gegner? Ich sehe es nicht. Letzter Squad. Okay, letzter Squad. Das sind dann die rechts. Okay, weil die lauf hier hoch und dann müssen wir uns jetzt irgendwie gut positionieren. Nice, ist der Jumphead. Warum treffe ich nix? Oh, ich hab'n. Push ne. Ich knall sie ab. Jawoll. Nice, das ist sogar Win-Win. Okay, nice Runde. Die werde ich auf jeden Fall zum Teil ein bisschen für euch zusammenschnipseln, weil der recht lang dauert hat. Aber ich würde sagen, das war China wahrscheinlich relativ kurzer Part. Die konnte ich jetzt noch nicht genau sagen. Mit Horizon. Ihre Fähigkeiten habe ich noch nicht so gut nutzen können. Ich habe leider mit dem schwarzen Loch einfach gegen die Wand geschmissen. Die Gegner haben es auch gar nicht mehr so schlecht gespielt. Mein Krypto hat leider die Drohne nicht ganz so nice platziert gehabt, weil wir die oben die ganze Zeit nichts gesehen haben. Woran die dann letztendlich gestorben sind, habe ich auch keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall eine recht nice Runde. Die am Ende haben wir jetzt nur ganz gut gerückt, den letzten Squad. Aber zwischendurch war es schon ein bisschen brenzlig, wo wir in der Zwickmühle zwischen den zwei waren. Aber es hat funktioniert. War auf jeden Fall eine nice Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Ciao!